Schauspieler Jacques Breuer ist überraschend gestorben. Der Münchner, der Viggo Mortensen seine Stimme lieh, wurde 67 Jahre alt. Schauspieler Jacques Breuer, von 1956 bis 2024, ist am 5. September überraschend in München gestorben. Das meldet die Bild-Zeitung am heutigen Dienstag, 24.09. Weitere Details, etwa zur Todesursache, sind nicht bekannt. Schocknachricht bereits im November 2022. Bereits Anfang November 2022 sorgte Jacques Breuer für dramatische Schlagzeilen, denn aufgrund von Diabeteskomplikationen mussten ihm mehrere Zehen amputiert werden. Und auch danach bestand noch Lebensgefahr. Er wäre an den Spätfolgen und Komplikationen infolge seiner langjährigen Krankheit fast gestorben, wie er damals der Bild-Zeitung sagte. Er war ein echter Fernsehkrimi-Star. Bekannt wurde der in München geborene österreichische Spross einer Schauspielerfamilie in seiner Rolle als Peter Bathory in dem 1979 entstandenen Abenteuer-Vierteiler Matthias Sandorf. In seiner Filmografie finden sich zudem reihenweise Fernsehkrimi-Hits wie Derrick, Der Alte, Die Krimistunde, Ein Fall für zwei, Soko und unzählige Tatorte. Zuletzt war Jacques Breuer 2022 in Aktenzeichen XY, Ungelöst und Der Staatsanwalt, Die letzte Absage zu sehen. Darüber hinaus war auch seine Stimme sehr bekannt, denn er lieh sie dem dänisch-US-amerikanischen Schauspieler Viggo Mortensen, 65, zum Beispiel für seine Rolle als Aragorn in der Herr der Ringe-Trilogie, 2001, 2002, 2003 und vielen weiteren Produktionen.